Hallo und herzlich willkommen zurück zu Demon's Souls. Tja, wir sind endlich wieder hier oben angekommen. In der Halle der, was weiß ich, wie diese Viecher hier alle heißen. Kurz vor dem höchsten Turm, dem Hauptsitz des Königs, Königs Alland, der gefallene König. Ich erinnere, hier haben wir das vorletzte Mal den lieben Ostrava gesehen, wie er sich selbst gerichtet hat. Und hier haben gegen seinen bösen Dämonen irgendwas gekämpft. Und es scheint so, als wären wir jetzt fast schon am Ende. Ein Fahrstuhl noch. Das erwartet uns wohl. An der Spitze. Dorthin, wo uns der Fahrstuhl entlässt. Ich weiß es nicht. Der letzte Kampf erwartet uns. Und ich habe Angst. Allein schon, weil der hier so langsam hochfährt. So langsam hoch. Ich will hier raus, ich will hier raus, ich will hier raus. Nein, 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 ich will raus. Nein, nein, nein. Na gut, ich glaube nicht, dass er uns einfach hier rauslässt. Das fürchte ich, wird nichts passieren. Niemand wird uns hier freiwillig rauslassen. Ich trage immer noch Demon's Brand. Aber ich weiß nicht, ob ich es behalten werde, ob ich damit nachher einfach auf unser Blaublüterschwert, also das Blue Blood Sword, wieder umsteigen werde. Mal schauen, mal schauen. Der letzte Nebel. Oh, eine Neidewand mal wieder am Ende des Fahrstuhls. Wir durchstreiten diese. Zerstörte Halle. Die Wimpel halb verfault. Der König überblickt sein Land. Soulbrand. Alter König Alland. Und diese Musik. Ich hab mich vergessen, lebendig zu machen. Ha! Nö, 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 das machst du nicht. Das ist eine ganz fiese Attacke. Wow. Mit dieser Attacke, meine Freunde, kann er uns eine Seelenstufe klauen. Ha! Oh, wir sind genau reingerollt. Oh, 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 meine Stufe ist ausgelaufen. Puh, du blöder Sack! So ein blöder Sack. So, ich muss mal eins nehmen. Hallalala. Hiya! Oh, ich schlage mal zweimal zu. Das gefällt mir nicht. Nein, er hat uns gefolgt. Was gefolgt? Nein! Nein, 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 nein! Wildschuhe abgezogen. Oh, 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 oh. Und das Blöde ist, ich habe keine Schuldung mehr drauf. Ich habe keine Schuldung mehr drauf. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Mach deine Explosion, du Sack. Okay, er macht sie, er macht sie, er macht sie. Hier unten möchte ich nicht gegen ihn kämpfen. Komm hier rauf. Haha, diesmal nicht mal. Nein, oh. Ja, mach das ruhig nochmal, mach das ruhig nochmal. Das kannst du öfters machen. Meine Seelenstufe geht bald wieder aus. Mein Seelenschild. Genau jetzt, natürlich. Lass mich in Ruhe. Lass mich! Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich! Lass mich! Mach deine Explosion! Mach deine Explosion!
macht eine Explosion und Sack! Mach sie! Mach sie! Gib's mir! Ja, erster Versuch, wir haben umgehauen, wir haben nur eine Seele verloren. Der Dämon wurde vernichtet, du erhältst die Dämonenseele und macht die alle menschliche Vorstellung übersteigt, natürlich. Trophäe des falschen Königs erlangen. Oh, der letzte richtige Boss, wir haben ihn umgehauen, wir haben ihn zerhackt, wie wir ihn zerhacken konnten. Yeah. Puh. Was hat er uns abgezogen? Meine Kondition hat ihn mir abgezogen, der Sack. Gut, dass ich vorher die Rüstung getauscht habe. Puh, dadurch haben wir wenigstens unseren Quickwall behalten. Boah, puhuhu, letzter Boss, puh. Komm, auch Horst darf sich jetzt mal freuen. Hurra, 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 yeah. Yeah, ich bin stolz auf mich. Erster Versuch, König Alarnt. Wir bekommen die falsche Königsseele. How did you defeat my precious demon? No human has an appetite for souls such as you. The rest is up to the old one. If it is to be, then you shall be back in again. Leider können wir jetzt nicht mehr irgendwas aussteigen. Sehr schade. Zurück zum Nexus. Ja. Ja, wir besiegen. Kein Falkenköniger Land. Hätte so Angst vor ihm. Aber ich habe ihn zerhalstückelt. Ich habe ihn geschlagen, wie man keinen anderen schlagen konnte. Entschuldigung, aber... Huhuhu. Okay, meine Finger zittern nicht ganz so sehr wie beim bösen Dämon. Wie beim Feuerstalker. Wie hieß er nochmal? Der Feuerdingsbums. Der Feuerlocker. Feuerlocker. Das Schwert fällt und zerbricht den letzten Bannzauber. Der letzte Bannzauber ist geschlagen. Tiefes Loch. Well, you found yourself a demon soul, did you? I'm impressed. Yes, indeed I am. Stay the path, and you will soon be a monster yourself. Das Größte von allen. Can't you see you've fallen for their trap? So, wie sieht eigentlich alles aus? Bei der Tower, ja gut, wir haben gerade den Boss besiegt. Wahrscheinlich ist es deswegen noch so hell. Weil ich glaube, wenn wir Alarm besiegen... Ich wollte eigentlich nur meine Ausrüstung reparieren. Wenn wir Alarm besiegen... Quatsch. Wenn wir Doran besiegen, bekommen wir wieder minus 12 unserer Weltintendenz. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Falls du nicht, berichtigt mich. Wir könnten eigentlich dafür... Ich weiß, was ich mache. So, deponieren. Das deponieren wir. Das deponiere ich mittlerweile auch mal. Das brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr. Den Lavabogen. Den brauchen wir noch. Das brauche ich gar nicht mehr. Hier, ich packe das mal alles weg hier. Brauchen wir nicht. So. Dann nehme ich ein paar Sachen wieder mit. Nämlich. Silberarmreif können wir gar nicht tragen, ne? Nur für Frauen. Ja, das ist ein bisschen schade. Dunkle Silberdinger, die nehme ich alle mal mit. Oh, wir haben besiegt. Ich bin so stolz auf mich. We are indebted to you, for you fight on our behalf. Ja, das kannst du auch. Habe ich eigentlich noch eine Kaltsteinscherbe dabei? Kaltsteinscherben, nein. Nichts mehr dabei. Thank God, I was worried. Wieder lang. Ich werde mir einfach mal eine mitnehmen. Sicher ist sicher. Wo haben wir sie denn? Ich habe gar keine mehr. Auch noch? Dann ist auch egal. We are in. Hast du noch? Hat hier jemand noch was zu sagen für uns? Was ist mit Urbain? Oh, is that you again? Do you have further gifts to offer? Nein. Okay. Yes, but you must rem. Also die haben wohl jetzt nicht mehr zu sagen als vorher. Sehr schade. Vielleicht da oben unser Freund. Ich weiß, wir sind jetzt maßlos überladen. Können keine Quick-Roll mehr machen. Ich weiß aber nicht, ob wir die überhaupt noch brauchen jetzt im Moment. Ihr seht's.
45, irgendwas. Wir brauchen also 91, um unsere schwere Rolle zu machen. Ich machen wir jetzt nachher. So, zack, 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 zack. Ich schau mal, ob der unser lieber kleiner Freund uns noch was zu sagen hat. Ihr wisst ja, der Gelobte. Was sind die Gelobten? Ist ja egal. Das kleine Kind hat uns das auch was zu sagen. Ich weiß es nicht. Wo ist er denn? So, bin ich schon da? Nein, da ist noch eins drauf. Eins weiter rauf. Lauf, mein Freund. Wir sind wieder mächtig. Ich hab gedacht, wenn wir schaffen, denn nicht mal. Ich habe extra noch FMA Augensteine geholt oder Stand of Funeral Isis geholt. Extra. Damit ich als Mensch gegen ihn kämpfe, dann vergesse ich das Ding. You have destroyed all of the demons. You soon shall hear the call of the old one. Then the Candle Maiden shall guide you below the Nexus, where the old one awaits. She will lull the old one back to slumber. That is, after all, her purpose. Auch er hat uns nicht mehr zu sagen. Na, dann können wir ja in Ruhe zur Schwachtelmaid zurückkehren, die ich so gerne hab. Ein sehr nettes Wesen. Sehr nett, sehr nett, sehr nett. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, dass wir das geschafft haben. Oh Mann, ich hatte so Angst vor ihm, als ich gesehen habe, was er alles drauf hat. Vor allem diese Seelenattacke. Er hat es nur einmal damit getroffen. Einmal, und ansonsten haben wir es geschafft. Hark, I hear voice of yore. The old one is calling for thee. Let us proceed below to its lair. Na gut. Der letzte wartet also noch. Nur noch der Uralte. Der letzte große Dämon. Werden wir den Nebel verziehen lassen oder werden wir ihn sogar noch über die ganze Welt verteilen? All das in dieser Folge. Hui, und ab geht's. Ein tiefer Fall, auf diesen Überleben. Sieht aber so aus, als könnte man auch irgendwie runterklettern, obwohl. Ja, runterklettern würde vielleicht gehen, aber raufklettern nicht mehr. Stufen da an. Wo werden wir hier auskommen? Wasser? Ein Strand? Wo sind wir hier? Schwert von Vögeln. Das Ketten, die aus seinen Brücken ragen. Sieht aus wie ein Baumdämon. Er ist riesig. Ist das vielleicht Mutter Gaia? Old one, I have brought thee what thou wishest, thy new demon. Come now, be good. Be good, wie ein kleines Schoßtierchen. Wie so ein kleines Hündchen. Ach komm, sei doch brav, ganz lieb. Und wer hört auf sie? Ist die vielleicht der richtige Meister von diesem Tier? Und da ist so ein riesiges Schwert. Wow, ist das riesig. Steht sie im Meer, die Gute. Sieh das mal, dieses riesige Schwert an. Ich glaube, hier könnten viele Riesen mal gekämpft haben. Sieh das mal, wie groß die Schwerter sind. Also, die Rüden sind normal groß, aber zumindest teilweise sind das ja Schwerter. Hier ist ein Keilschwert, wir kommen wieder zurück. Okay. Kann mir ein bisschen was erkunden. Okay, hier kommen wir nicht drauf, ist klar. Kleiner Mini-Strand. Oh Mann. Seht euch das mal an hier. Oh.
Ja, hier sind wahrscheinlich extra diese Steine. Damit wir nicht überall langlaufen können. Na, hier hört's auf. Ach, ich mal an. Wirkliche Wüste oder sowas vor dem Strand. Hallo. Oh Mann, Mann, ist das riesig hier. Diese riesigen Schwerter. Ist das vielleicht das Tal der Riesen? Oder wer sonst könnte so riesige Schwerter führen? Du hast recht, da vorne. Sie wissen was wie das Ritterschwert, also sind wir geschrumpft. Könnte nicht auch sein, aber dann wäre es ein ziemlich kleiner Dämon. Und nicht so riesig wie im Anfangsvideo. So, ich glaube, den brauchen wir nicht mehr. Ich packe mir hier einfach mal den Ring des Kampfmeisters ein. Hieß er so, Kampfmeister? Des ewigen Kriegers, sowas. Let us proceed below to its lair. Das ist auch noch sein Bau, das Maul. Okay, dann wagen wir uns hinein in die letzte Schlacht. Die letzte Schlacht von Demon's Souls. Guck mal, hier wachsen sogar keine Bäumchen drin. Keine Sträucher. Und er zieht uns den Weg. Das erinnert mich jetzt ein bisschen ans Chaoswesen von Izalith. Shalt thou seek everlasting Demon's Souls? Or obey that naive monumental? Whatever your choice. You are our first visitor. May you be welcome here. Ist das der Alte, der zu uns spricht? Das könnte genau. You have seen for yourself the pain and suffering that fills this world. But fight poison with poison. God is merciful. And so created the Old One. The Old One will feed upon our souls and put an end to our tragic realm of existence. Okay, König Alan. Oh, er kann sogar noch treffen. Aber ihr seht, wirklich gefährlich ist er anscheinend nicht mehr. Sieht aus wie ein einziger schwarzer Matschclub. Das passiert also, wenn man hier innen ist. You fool. Don't you understand? No one wishes to go on. Der Dämon wurde vermächtet. Du erhältst die Dämonenseele. Und Macht, die alle menschliche Vorstellung übersteigt. Seelenbrand. Seelenzerreißendes Schwert ist seit Generationen im Besitz der königlichen Familie von Boletaria. Diese schwarze Klinge wird durch das Schwert Dämonenbrand ergänzt. Nach Alans Aufstieg zum Herrscher war sie stets in der Hand des Königs. Der alte König Alan bevorzugte die Klinge, da sich ihre Macht erhöhte, je dämonischer die Seele ihres Trägers ist. Wir sehen's, wir bekommen aber auch Minuspunkte, weil wir halt so ein netter Kerl sind. So, kann ich wieder zurück? Na, wir bekommen nicht zurück. Ich glaube, hätten wir jetzt noch eine Kaltschandzerbe oder den normalen Zauber, könnten wir wieder zurückkommen, oder? Haben wir aber leider nicht. Dein Werk ist done. Slayer of Demons, go back above. The Nexus shall imprison thee no longer. I shall lull the Old One back to slumber. Jetzt haben wir die große Entscheidung. Gehen wir einfach weg. Sorgen dafür, dass der Alte wieder in seinem Schlaf versetzt wird. Oder gehen wir weiter. Sorgen wir dafür, dass der Nebel sich weiter ausbreitet und die Welt im Dunkeln verstimmt. Das können wir, indem wir sie jetzt umhauen. Aber das will ich gar nicht. Denn wir sind, wie gesagt, im Moment der Gute. Deswegen gehen wir gemächlich weg. Es ist vorbei. Wir haben Demon's Souls geschlagen. Letzte Dämonen. At last, my duty is fulfilled. Ja, ihre Pflicht ist getan. Kann man eigentlich nochmal mit ihr reden? The Old One and I shall slumber interminably. That is the way it must be. Thou mayst go. Be gone to thine world. Sie schläft auch auf ewig. Okay.
Dann gehen wir dieses Mal komplett weg. My thanks. Sei bitte. At last, my duty is fulfilled. Und wir treten aus dem Nebel. Zurück in unsere Welt. Tschö. Lass uns von hier verschwinden. The Old One, along with the Maiden, were swept back into the lulling fog. Boletaria was spared from the demons, but also lost its knowledge of soul arts. The souls lost during the pandemonium were never retrieved. And today, the unstable world has another monumental to hold its fabric together. A brave new hero of unprecedented power. Da geht er hin, der Alte, in seinen ewigen Schlaf. Und das war's mit Demon's Souls. Mein Let's Play, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wie hat euch Demon's Souls gefallen? Habt ihr es vielleicht selber gespielt? Mögt ihr es? Oder fandet ihr es total doof? Ist ja euer Bier, wie ihr es fandet. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir ein paar Kommentare zu Demon's Souls da lasst. Und bewertet natürlich auch, würde ich mich sehr darüber freuen. Und diese Musik, allein diese Musik ist so wunderschön. Tja, wie geht's weiter mit Demon's Souls? Erst einmal mit eine ganz kleine Pause von Demon's Souls und Dark Souls machen. Vielleicht kommt er demnächst, wenn es weitergeht mit Dark Souls 2. Natürlich pünktlich zum Release an Dark Souls 2 Let's Play. Kommt natürlich darauf an, wann die PC-Version rauskommt. Wenn die wirklich jetzt Ende Mai rauskommt, werde ich mir auch wahrscheinlich auch eher die PlayStation 3-Version holen und da schon mal ein bisschen vorspielen. Wer weiß, da war ich. Mal sehen. Ich hoffe, da seid ihr auch wieder zahlreich mit dabei. Und ja, Demon's Souls, ich würde natürlich auch gerne weiterspielen. Ich werde auch später weiterspielen. Das heißt, Ritter Horst, das ist König Alan und der Drache. Das heißt, Demon's Souls wird nicht zu Ende sein mit dieser Folge. Nein, es wird weitergehen in einem New Game Plus, wo wir zum Beispiel die Character Tendencies noch machen werden, denn die fehlen uns ja noch komplett. Wir haben bis jetzt ja nur die, noch gar keine gezeigt. Wir sind zwar kurz davor, die Helle, dass ich die Helle euch zeigen kann. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Nachdem wir die Helle dann gemacht haben, wird natürlich auch die Dunkle folgen. Das heißt, ich werde ziemlich viele Charaktere einfach töten müssen. Wir haben noch ein anderes Ende, was wir uns sehen müssen. Und natürlich auch jede Menge Trophäen, die offen sind. Denn ich möchte auch alle Trophäen irgendwie euch zeigen. Aber ich muss der Firelurker, den meine ich nämlich eben. Und ist das der Dragon God? Könnte sein, oder? Oder sind das, ach, das könnten die beiden normalen Drachen sein, ne? Die Witch Weavern. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich finde, für mich im Moment finde ich es ein bisschen einfacher als Demon's Souls. Ach Quatsch, als Dark Souls. Bisschen vielleicht, aber nicht unbedingt allzu viel mehr. Ist natürlich trotzdem noch sehr herausfordernd, muss immer noch viel aufpassen. Aber an sich fand ich es ein bisschen, ja, ich muss sagen, also hier ist die Story ein bisschen mehr in den Vorderrock gewesen als in Dark Souls. Ich habe ja hier mehr so mitbekommen, während man in Dark Souls ein bisschen mehr suchen musste. Aber ich meine, dass die Story hier in beiden Spielen nicht so offensichtlich ist, das finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Ich finde es sogar ziemlich gut. Denn es zwingt einem so ein bisschen, sich auch mehr mit dem Spiel zu beschäftigen, als einfach mal einmal durchzulaufen, einmal durchzuspielen. Bei mir hat es das erste Mal so richtig Klick gemacht, dass ich mehr darüber wissen wollte in Demon's Souls, als ich gemerkt habe, dass wir das erste Mal die Two-Wide World Tendency von den Stonefang Tunnels bekommen haben. Als ich gemerkt habe, dass ich das Schwert rausziehen konnte. Aber da hat es mich auch mich richtig gepackt, dass wir euch mal die ganzen Welttendenzen ich euch zeigen möchte. Und jetzt, wo ich durch bin, habe ich natürlich immer noch wahnsinnig viel Bock, einfach weiterzuschreiben. Schreibt mir doch in die Kommentare, beziehungsweise weiter zu spielen. Ich weiß noch nicht, ob ich es privat machen werde oder dann weiter das als Let's Play machen möchte. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Möchtet ihr sehen, dass ich hier noch weiterspiele, New Game Plus, und dass ich
dass ich dann die ganzen Trophäen noch mache und euch zeige, wie man da rankommt. Ihr könnt es mir natürlich dann gerne in die Kommentare schreiben, dann mache ich das, weil wie gesagt, erstmal eine kleine Pause, denn hiernach kommt ein neues Let's Play erstmal, was aber auch in die Rollenspiel- oder die etwas dunklere Rollenspiel-Ecke geht, sage ich jetzt mal, nämlich Gothic. Ich möchte noch mal ein bisschen in Gothic ran spielen. Ich habe so lange nicht mehr gespielt, das ist bestimmt schon 10 Jahre her, wenn nicht sogar noch länger, und ich habe da wieder richtig viel Bock drauf. Seid ihr natürlich auch eingeladen, gerne zuzuschauen. Und wie gesagt, schreibt mir, ob ich Demon's Souls weitermachen soll. Dann wird vielleicht in ein oder zwei Monaten, vielleicht auch ein bisschen früher schon, wird es dann mit Ritterhorst weitergehen. Bis dahin, was haben wir der Uralte? Bis dahin, euer Mascha. Ciao, ciao. Die Musik ist übrigens sehr cool. Copyright 2010, Sony Computer Entertainment. Vielen Dank vom Sir für dieses Spiel. Ciao, ciao. Und zum Schluss bekommen wir noch die schwarze Jungfrau und Dämonenseele. Mit ihr bekommen wir auch einen netten Zauber. Aber den sehen wir uns dann, wie gesagt, das nächste Mal an, wenn es in Demon's Souls endlich weitergeht. Bis dahin, euer Mascha, gehabt euch wohl und viel Spaß bei meinen anderen Projekten. Ciao, ciao.